Hallo liebe Freunde der Zeichnotatung, herzlich willkommen zurück zu Tiny Toon Adventures für den Gameboy. Ja, und ihr seht schon, die letzte Stage möchte ich mit Buster Bunny machen. Jawohl. Oh, Calamity's Fabrik. Rein da. Hallo, Calamity Coyote. Er jumpt schon mal vor und wir jumpen hinterher. Calamity's Rad sieht mir sicher aus für eine Ente. Hey, Buster. Ich fahre nicht. Ich fühle mich auch nicht sicher. Zu schnell fahren könnte mich dazu bringen, dass ich hinfalle und schmutzig werde. Das ist der Weg des Buster. Ich zähle auf dich. Okay, da es eben halt so ist, lasst es mich machen. Wirklich? Werde ich in Ordnung? Wird es mir gut gehen? Tja, Buster, hättest du dich vorher fragen sollen, kleiner Knallkopf. Tja, Calamity, bist ein bisschen schwarz. Okay, auf geht's. Wow! Elmira! Hilfe! Elmira! Ah! Und Dodo! Dodo ist schneller als wir! Viel schlimmer! Wow! Wir sammeln erstmal ganz viel Kohle ein hier! Wow! Wer es da schafft, alle Steine einzusammeln, der ist König. Vor allem beim ersten Versuch dann, ne? Wow! Ich darf nicht so viel springen! So. Wow! Yes! Beim ersten Anlauf geschafft! Tschüss, Elmira! Und auch deine Perücke. Und Dodo fliegt da oben langsam. Do, do. Hä? Hey. So! Und dann sind wir jetzt hier angekommen an einem ganz bösen Ort. Wir sind kurz vor Monty und vor einem bösen Häuschen. Wir müssen zu Monty und ihn aufhalten, Pronti. Wow! Geht's euch noch ganz gut? Oder habt ihr gelitten? Sag mal. Geht's noch? Oh. Ganz viel Kohle. Für den kleinen Buster Bunny. Haben wir hier? Na, 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 na. Nein, ich möchte kein Race spielen. Na, 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 na. Was haben wir hier? Monty Mesh. Sag ich doch. No. Da, 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 da. So. Easy going. Ich muss mir erstmal hier komplett umschauen. Oh, der fährt aus dem Bildschirm raus. Das ist gut, das ist nett. Du auch, das ist auch nett. Da muss ich hier runter. Hier ist ein Item. Das nehme ich doch mal klar. Hat mir Hit. Oh, wo ist denn er? Ich habe auf dich gewartet. Ich bin Montanas Bodyguard. Ich habe deinen Freund gefangen. Tut mir leid, aber ich kann sie nicht gehen lassen. Sie wird heute mein Abendessen sein. Okay, wir müssen also gegen ihn gewinnen. Okay. Okay. Wir müssen nur aufpassen, was er macht. Mehr müssen wir nicht. Und das geht. Wir müssen eigentlich nur überstehen. Treffen können wir ihn nicht. Scheiße, ich hätte springen müssen. Ich hätte springen müssen. Ich hätte springen müssen. Ich hätte springen müssen. Ich hätte springen müssen! Ah! Mann! Okay, auf jeden Fall, so geht das. Ich bin doch friedlich. Ich brauch nur mein drittes Herz um das. Wo ist denn das dritte Herz versteckt? Ich möchte es haben. Ja, wo ist es denn? Sagt es mir doch mal. Mann, 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 ich möchte den Pokal. Und da komme ich auch nicht rüber. Scheiße. Okay. Nochmal versuchen. Nee. Hier runter. Gut. Easy going. Na, 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 na. Am Ende macht er also nur noch hoch. Okay. Ja, das kennen wir schon, du Monty Bodyguard, du. Ja, ja. Hüpf. Komm her. Okay, das geht ja. Das ist ja trivial. Das ist. Das geht. Okay, jetzt immer ganz kurz springen. Yes!
Oh oh. Boing! Da ist mein Essen dahin. Ja, dein Essen ist dahin, das stimmt. Und Runa! Hallo, Shirley! Hey, Shirley! Oh, du kamst, um mich zu besuchen. Nun bin ich vollkommen sicher. Dieser Wolf war nervig und hat mich mit seinem bösen Karma abgelenkt. Ich denke, dass ich weiß, wie man ein bisschen Müll lässt. Wir sind nicht sicher, aber als Resultat sieht es aus, als müssten wir nicht als Abendbrot hinhalten. Richtig, Shirley! Nun, lass uns in Montys total verrücktes Anwesen gehen. Ein total großartiges Anwesen. Okay, Shirley, machen wir. Und ihr solltet mal wieder richtig sprechen, Kerl. Mann! So. Weitermachen für den Graben Kohle. Dann, dann, boing. Ihr rollt raus aus dem Bildschirm, genau wie du und... Ah, auch du. Und du auch. Easy in da. So, weiter. Warum habe ich jetzt so einen bekloppten Ohrwurm? Von jetzt an könnt ihr euch auf mich verlassen. Okay. Yay. Oh, Blitze. Shirley, möchtest du nicht für mich weiterspielen? Du kannst Blitze schießen. Ist besser als Möhren. Seid vorsichtig wegen Montana Max. Ja, ja, machen wir. Easy going. Kriegen wir hin. Oh, oh. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, was ich machen muss. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ja, ja. Ich muss immer ganz schnell ausweichen. Nein! Basta! Das ist quasi jetzt ein Ausweichspiel, wo wir hier Gas geben müssen. Oh Mann. Ich erinnere mich noch an diese Stelle. Das ist das Nervigste daran. Nein! Boah! Basta! Mann, ich so ein Quatsch, ey. Schneller! Schnelle! So, sehr gut. Und rüber! Wow! Mann, 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 Mann. Monty, Monty, Monty. Der hat wieder seine Monte nicht gegessen zu Hause. Immer der gleiche mit dem. Ist was, Dark? Oh, oh. Miau. Ist was, Dark? Oh, oh. Ist was, Dark? Schnell rüber. Brrr. Der wird nervig, der Typ. Immer hin und her fahren, ey. Das ist doch nicht gesund. Denk doch mal an die Spritkosten, Junge. Mensch. Ah, easy going. Da. Ey, der hat den Weg frei gemacht. So. Oh oh. Also bist du aufgetaucht. Du bist mutiger, als ich dachte. Denkst du, dass du mich aufhalten kannst davor, dass du mich vom Kauf des Theaters abhalten kannst? Ha! Ich bin reicher und ich bin reicher an und du nicht. Also verstehst du das Problem? Wie wär's, wenn ich dir es dir verkaufe für 500 Gold, 500 Steine? Nun, was denkst du? Ja. Hey, du hast nicht genug Steine. Du bist wertlos, du... Weißt du was? Wenn du dein Theater behalten willst, dann musst du mich bekämpfen dafür. Du bist zu weich, zu arm und zu schwach, um jemanden zu besiegen, der so reich ist. Aber wenn du musst, lass uns loslegen. Na komm. Komm her, Junge. Boing. Was muss ich nochmal machen, um den zu besiegen? Ach so, ja. Richtig, wenn er zu hoch springt, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht unter ihm stehe, weil dann dreht er sich so am Rad und dann kann ich ihn mal treffen. Das ist gut. Easy. Easy going. Tja, Monty. Du verlierst den Kampf gegen mich, wa? Kollege. Schaffst du nicht, ne? Stinker. Schaffst du nicht, ne? Oh, oh. Oh, das war knapp. Haha, genatzt. Habe ich ihn genatzt. Und auch auf dem Kopf. Komm her. Komm her. Nein! Verdammt, 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 verdammt. Aber ich bin wieder bei ihm zu Beginn. Yay. Gut.
Jetzt habe ich auch zwei Leben. Jetzt ist ja auch... Ne, kennen wir ja. Ja, ja. So dumm, ey. So dumm. Ja. Das wäre auch möglich, eine Möglichkeit gewesen, diesen Kampf zu vermeiden. Wenn man ihm die 500 Goldsteine bezahlt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich geht, aber... So. Kleiner Monty. Du wirst hier gegen mich verlieren. Weil ich bin der Buster Bunny und ich habe Skill. Siehste? Easy Monty. Du hast gegen mich nicht Chancen. Du springst ja immer nur daneben. Weil ich weiß, wie es ist. Na 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 na. Hey! So geht aber nicht. So hatten wir nicht gewettet, Monty. Verdammt. Wow. Das war wieder knapp. Wow. Hab ich ihn wieder genatzt. Boing. Er springt weiter jetzt. Nein! Ich doofer Hund! Ich hätte noch einmal laufen können! Ah! Mm. Nochmal. Monty, halt die Schnauze! Nö. Ach so, ja, es geht sowieso nicht. Man hätte es nicht verkaufen können. Komm her, Monty. So, machen wir es wieder auf die altbewährte Art. Komm her, kannst eh nicht. So. Mann, zu früh gesprungen. Ich doofen Hund. Ich weiß, ich spiele einen Hase. Das ist aber trotzdem doof. Mann, ey, ich springe mal zu früh. Mann, ey. So, drunter her. Drunter her. Und wieder drunter her. Geht auch so. Mann, altbewährte Taktik ist auch gut. So. Komm her. Hahaha. Habe ich ihn genatzt. Boing. Ist sowieso besser, wenn man drunter her läuft. So. Ha, genatzt. Dann nochmal einen geben. Erst weglaufen. Lauf doch weg und duck dich nicht. Der Controller. Ey, verdammt. Auch bei mir jetzt. Boah, scheiße, der soll dich nicht ducken, der soll laufen, der Kerl. Mann! Langsam kriege ich genug von seinem Rumgehüppe. Ja, ich will es ja abkaufen, ich habe nur 28 Gems, scheiße drauf. Ich hatte so viele Gems, ey. Ich laufe drunter her, spring drüber weg. Boing, laufe ich einmal weg vor ihm. Wenn er nochmal hüpft, dann drunter her. Und dann hüpft er wieder über mich drüber. Und dann wieder... Boing. Kommt er wieder. Ich lauf wieder drunter her. Dann kommt er wieder. Boing. Boing. Ich kann es sogar so machen. Zickzack. Tschüssen. Er ist eigentlich so einfach. Oh. Ich stelle mich so dumm an. So. Easy going. Yay. Hey, hey. Boing. Hüpf. 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 Der sieht aus wie so ein alter Sack, wenn er so rumbaumelt. Vor allem ist er keine Zähne, so sieht er aus. Boing. Hüpf. 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 Mann, ist der Kampf einfach. Und ich stelle mich dumm an, ey. So dumm. Boing. Jawohl. Jawoll. Und spring weiter. Jawoll. Boing. Jawoll. Jawoll. Jetzt springt auch wesentlich schneller. Bringt ihm aber nix. Yes. So viel zu meinem Plan. Ah! Tja. Easy going. Yay. Ich bin so glücklich. Jetzt kann ich... meine zur Schauspielkarriere fortsetzen. Das stimmt. Dieses Mal werde ich meine Schauspielkunst auf der Straße beweisen. An Land und auf See. Vielleicht sogar in einer anderen Galaxie. Bitte? Was? Was? Sicher. Ich werde ein großer Star sein.
Podcast. Ja, liebe Freunde, ein schnell gespieltes Spiel, mal einfach aus Spaß mal rausgeholt. Herrlich. Ja, da sehen wir sie, die Darsteller des Spiels. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, so ein Spiel mal wieder schnell mal zwischendurch zu machen. Es ist an einem Rutsch entstanden, relativ schnell. Hat auch nette Szenen dabei. Oh ja, herrlich, herrlich, herrlich. Calamity Coyote. Ja. Sei doch Shirley the Loon. Und da sind sie, meine kleinen Scheißer. Bookworm Sweetie und Little Beeper, den ich einmal geschlagen habe. Und da sind sie. Dodo. Gogo, Dodo und Sneezer. Elmira und der Dodo. Oder Concord Condor. Nicht mal als Dodo bezeichne, keine Ahnung warum. Der Monty und da ist Bugs Bunny. La 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 la. Ach, das war herrlich, Leute. Und da ist der Staff jetzt, der läuft. Ja, währenddessen natürlich, danke an die Leute, die sich's angeschaut haben. Ich hatte auf jeden Fall Spaß an diesem Spiel. Auch wenn ich am Ende da ein bisschen rumgefällt habe bei Monty. Ich hätte eigentlich von vornherein diese Taktik benutzen sollen, wie ich es am Ende benutzt habe. Das wäre wesentlich einfacher gewesen. Aber egal, es hat Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch natürlich auch. Dieses Spiel hat mich wirklich nochmal an die alten Zeiten erinnert, wo noch es richtig schön war, Videospiele zu spielen. Vor allem, sie waren nicht so lang. Also dieses Spiel konnte man wirklich an einem Abend auch wieder durchziehen. Wenn man wollte, wenn man wirklich Bock hatte, in einem Tag durchgezogen und bestes Spiel ever. Hat richtig Bock gemacht. Ja, spezielle Danksagung natürlich auch an Funabiki, Hikawa, Toyama. Ja, ein sehr gelungenes Spiel, wie ich auch finde. Den Soundtrack schön mit eingebaut. Und glaubt mir, das war definitiv nicht das letzte Game Boy LP von mir. Es wird noch ein paar andere geben. Das kann ich euch garantieren. Ich habe da schon so ein, zwei ins Auge gefasst. Eins habe ich ja mal bei Super Bomberman 3 oder Super Bomberman 4 zusammen mit DJKR87 erwähnt. Das wird nämlich Turtles 2 sein, Back from the Sewers. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Aber das ist Zukunftsmusik. Bis dahin viel Spaß weiter mit meinen Projekten und bis zum nächsten Mal. Sprach der Raven Knight nimmermehr.